Herr Dr. Ohmes, haben wir was aus Corona gelernt für die Zukunft der Krankenhäuser, was die Strukturen betrifft und die Prozesse? Sie müssen das Mikro anschalten, Entschuldigung. Ja, wir haben einen großen Gewinn durch Corona-Krise geschafft. Wir haben die Bevölkerung eine Lupe geschenkt, dass plötzlich die großen Defizite, die sind ja nicht heute gekommen, die waren vorher schon da, ja, dass Pflegemangel ein Problem sein wird. Das war ja schon vor 20 Jahren zur Debatte. Nur die Kollegen und Kolleginnen oder Nicht-Kollegen, die Politik machen in Berlin, haben einfach dieses verdrängt und haben nicht das Problem angepackt und dafür gearbeitet. Ja? Nun sind wir nochmal in die Corona-Krise reingekommen und was haben wir gemerkt? Es mangelte nicht letztendlich an die Bettenzahl, es mangelte tatsächlich an Anzahl unserer Kolleginnen und Kollegen von der Pflege. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz deutlich geworden. Und wir haben ja diese Defizite schon vorher gehabt. Ja? Ich kann Ihnen nur sagen, und das hat... Also das haben alle Kollegen schon bestätigt. Es ist jetzt nicht das Problem nur, dass wir Pflegemangel haben, aber auf der anderen Seite, wir sind ein Team. Ja? Und wenn auf dem Boot eine Seite ein Defizit ist, das kippt um, das hält ein Gleichgewicht nicht. Ich kann Ihnen mal ein Beispiel nennen in 24-Stunden-Dienst. Wenn ich Kolleginnen habe in der Pflege, die gar nicht aus dem Stammpersonal sind, die über Fremdfirmen eingestellt sind, die überhaupt nicht aus dem Fach sind, die aber einfach den Titel Gesundheit und also Pflegepersonal, die kommen und arbeiten, wollen gar nicht in der Struktur zu tun haben und können auch keine Verantwortung übernehmen. Das kann man auch nicht von ihnen erwarten. Und das bedeutet ja, die Arbeitsbelastung für den Arzt, der da ist, enorm hoch. Und was passiert? Es ist eine Kettenreaktion. Und der Stammpersonal, der da ist, der immer weniger wert. Warum? Weil wir Fremdfirmen haben, die sehr attraktiv bezahlen, 30-40% mehr. Dann gehen die jungen Leute immer raus. Die gehen da raus aus dem Krankenhaus und arbeiten für Agenturen. Und das fällt immer auf dem Schulter von dem Stammpersonal. Und diese Kettenreaktion, das müssen wir unterbinden, ja, und das ist etwas, was wir jetzt aktuell enorm, wir als Mitarbeiter, als Fachpersonal spüren wir und merken wir, ob die Politik in Berlin das mitbekommt, das weiß ich nicht. Also da habe ich ganz große Zweifel daran. Spätestens nach dieser Sendung wissen Sie Bescheid, hoffen wir. Frau von Fietinghoff, wenn wir Herrn Doktor so anhören, sehen Sie Corona vielleicht auch als Chance, so viel Schlimmes es auch gebracht hat, logischerweise, dass diese Missstände noch mehr wieder in den Fokus geraten sind? Ich würde gerne Ja sagen. Ich glaube, ich muss relativ resigniert Nein sagen. Es ist, Corona ist jetzt noch nicht rum. Trotzdem, wir haben es ja dank der Impfungen jetzt viel, viel besser im Griff alles als noch vor einem Jahr. Und ich habe das Gefühl, dass wir sehr, sehr schnell wieder in das alte Fahrwasser fahren. Ich habe zum Beispiel ein Beispiel. Wir bekommen in der Klinik, bekommen wir grundsätzlich die baulichen Investitionen gefördert über den Freistaat Bayern. Was wir nicht gefördert bekommen, also noch nie gefördert bekommen haben, sind Lagerflächen. Ich habe mich relativ am Anfang der Corona-Krise mit einem Bundestagsabgeordneten unterhalten, der meinte, naja, warum habt ihr denn keine Lagerflächen mit Schutzmaterialien? Warum braucht ihr so dringend Schutzmaterialien? Das kann doch nicht sein, dass ihr nicht einfach da ein gewisses Kontingent auf Lager habt. Er wusste gar nicht, dass wir das nicht gefördert bekommen und wir das überhaupt nicht finanzieren können. Und die Förderrichtlinien haben sich nicht geändert. Wir sanieren jetzt. Wir bekommen nach wie vor keine Lagerflächen gefördert. Und deswegen muss ich leider sagen, ich habe so etwas jetzt in Bezug darauf die Hoffnung tatsächlich ein bisschen aufgegeben. Ich denke, dass wir sehr schnell wieder zurück in das Alte verfallen werden. Nichtsdestotrotz, Corona hin oder her, ich denke, wir müssen was machen. Es wird so nicht weitergehen. Dr. Ohmes hat es angesprochen mit unseren Pflegekräften. Ich glaube, dass wir das überreizt haben. Ich habe es am Anfang angesprochen. Wir haben jetzt das Pflegebudget. Das heißt, man kann nicht mehr auf Kosten der Pflege sparen. Wir bekommen die Lohnkosten 1:1 ersetzt. Das ist sehr, sehr positiv. Aber
wir brauchen natürlich auch die Pflegekräfte, die wir entlohnen können entsprechend, ja. Und ich habe in den letzten 1,5 Jahren sehr, sehr, sehr viel Frustration erlebt. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass das gar nicht so sehr das Virus war, was so wahnsinnig anstrengend war, sondern die Bürokratie drumherum. Ja, wir haben unglaublich viele Papiere bekommen, die man durchlesen musste. Unsere Kollegen, die sich vor allem um die Umsetzung im klinischen Alltag gekümmert haben, da ist sie eines im Burnout gelandet. Aber nicht wegen Corona, sondern wirklich nur wegen der Bürokratie. Wir hatten teilweise bei einem Corona-Fall mit 5 Gesundheitsämtern zu tun, die nicht alle auf einer Linie waren. Also ich denke, auch da müssen wir ganz, ganz dringend nachrüsten und sagen, auch da müssen wir viel, viel besser und sehr viel professioneller besetzt werden, also die Stellen besetzt werden. Und ja, ich denke, wir müssen es angehen, aber die Hoffnung, dass jetzt durch Corona sich alles zum Besten ändert, die kann ich leider nicht teilen. Sehr, sehr schade, Frau Enders. Resignieren Sie auch wie Frau von Vietinghoff oder sehen Sie optimistisch, dass da durch Corona jetzt tatsächlich mal Hallo, ich sag mal, draufgeklopft wird und was verändert wird? Ja, also resignieren ist nicht mein Ding. Das geht ja überhaupt nicht. Also da muss ich jetzt gleich meinen Kollegen Hubert Aiwanger zitieren. Wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, dann würde ich heute noch schnell einen Baum pflanzen, weil vielleicht geht es ja doch weiter. Und da ist, glaube ich, was ganz Wahres dran. Wir Menschen haben gelernt, uns in den vergangenen Tausenden von Jahren, die es uns schon gibt, an Missstände zu gewöhnen und uns zuerst nach dem ersten Schreck, nach der ersten Starre dann zu gewöhnen, uns damit abzufinden und einfach neu weiterzumachen. Und ein bisschen ist es jetzt auch so mit Corona. Das Erste, was wir gelernt haben, ist die erste große Angst wieder zu vergessen und auch irgendwie geht ja alles so schön weiter. Und so ist es leider auch in Anbetracht der Situation in den Krankenhäusern, auch im Zusammenspiel mit der Politik. Ich erinnere nur an den Pflegebonus, wie man da mit solchen wirklich sinnvollen Sachen umgeht. Ich hatte damals auch zum Hubert Aiwanger gesagt, wir brauchen jetzt unbedingt etwas für das Pflegepersonal. Das sind diejenigen, wir wissen noch gar nicht, wie die Infektionswege sind. Wir hatten wahnsinnig Angst. Das war vergangenes Jahr im März, April. Wir hatten alle Angst. Wir wussten noch nichts über das Virus. Und das waren die Leute, die als erstes verstorben sind. Das sind weltweit sehr viele Ärzte und Pflegekräfte verstorben am Coronavirus durch ihre Arbeit an Patienten. Und da hatte ich die Idee, wir müssten dieses Pflegepersonal in der Krise, die müssten wir motivieren, weil es ihnen ja auch vor der Krise schon nicht so goldig ging im Beruf. Also 500 € Pflegebonus, das macht einen Staat nicht ärmer und das macht keine Krankenschwester reich, aber das wäre eine gute Sache gewesen. Das habe ich also dem stellvertretenden Ministerpräsidenten gesagt. Ich habe gesagt, lieber Hubert Aiwanger, bring das doch bitte mit ins Kabinett, diskutiert das. Wir brauchen eine Motivation. Er hat das natürlich mit dem Ministerpräsidenten dann besprochen. Der Ministerpräsident hat am nächsten Tag den Söder-Bonus in der Zeitung verkündet. Und dann war es aber irgendwann in der Umsetzung nicht mehr so, wie es ursprünglich gedacht war, nämlich dass alle Pflegekräfte, die Kontakt haben mit Patienten, die der ausgesetzt sind, diesen Pflegebonus bekommen haben, sondern dass die Umsetzungsrichtlinien, und das ist die Kunst der Politik, sage ich jetzt mal ironisch, Umsetzungsrichtlinien so gestrickt waren, dass es dann gar nicht so viel Geld kostet, gar nicht mehr jede Pflegekraft das Geld bekam. Und das ist das, was ich als falsche Politik ansehe. Wir brauchen nicht nur die guten Überschriften, das, was sich toll anhört, sondern wir brauchen die Politik, die sich für Pflegekräfte, für Ärzte, für Krankenhäuser, für die Bürgerinnen und Bürger, die wirklich jederzeit immer mal in die Situation kommen können, in ein Krankenhaus zu kommen. Diese Politik brauchen wir unbedingt, die also das alles ermöglicht, dass der Versorgungsauftrag erfüllt wird, dass die Menschlichkeit dabei bleibt. Das ist so wichtig. Und Corona, da haben wir als erstes wirklich das Vergessen gelernt, weil heute, ja, vergessen wir, glaube ich, schon wieder fast, dass die Pflegekräfte systemrelevant sind. Im vergangenen Jahr haben wir geklatscht, aber ich habe auch nicht locker gelassen. Ich habe gestern im Landtag, im Bayerischen Landtag, einen Koalitionsantrag mit auf den Weg gebracht, um doch den Pflegekräften Steuererleichterungen zukommen zu lassen. Wir haben als erstes erstmal in der Langzeitpflege
dass man einfach mal anfängt und tatsächlich was tut für die Pflegekräfte. Aber das durchzusetzen ist ein harter, langer Weg. Und wenn Sie mich fragen, ob ich resigniere, auf keinen Fall, ich mache da weiter. Wenn man oft viel will und manchmal nur immer bröckchenweise die Sachen durchgesetzt bekommt, aber das ist schon was wert. Das ist dann ja auch erst ein kleiner Baum, den man pflanzt am nächsten Tag. Gesunder Optimismus, Frau Enders. Wir drücken die Daumen. Bevor wir zu wirklich richtig guten Zuschauerfragen kommen, Herr Dr. Umes, keiner von uns hätte jemals mit Corona gerechnet, mit solchen Ausmaßen, mit der Pandemie. Müssen wir in Zukunft öfter mit sowas rechnen? Was denken Sie? Ja, wir müssen, ich glaube schon, das war ja auch, es war vielleicht für viele Menschen Überraschung, aber es war ja schon angekündigt. Also man hat ja schon Gedanken gemacht, was macht man dann, wenn sowas zustande kommt? Nur man hat nur keinen nationalen Plan gehabt. Das ist ein großer Defizit, wo ich sehr überrascht war, dass wir in einem Land wie Deutschland das nicht hinbekommen haben. Ich denke, wir haben sehr viel gelernt. Was wir gelernt haben, ist, was die Kollegen schon berichtet haben. Wir mussten den Pflegeberuf auf internationalen Standard bringen. Wir mussten den Beruf attraktiver machen für junge Menschen. Das eine natürlich häufig benannt, das Finanzielle, aber ich glaube, das wesentlich Wichtige ist doch die Lebensqualität mit dem Beruf zu vereinbaren. Ja, das ist, glaube ich, enorm wichtig. Wenn eine Schwester in der Nacht irgendwie 10 Patienten, jetzt gibt natürlich Pflegeschlüssel, aber ich glaube schon, dass praktisch immer noch anders abläuft als in der Theorie. Das ist enorme Belastung, dass wenn sie vom Dienst nach Hause kommen, dass sie nicht nur körperlich, auch psychisch kaputt ist. Wir mussten die Qualität der Pflege, die Ausbildung aufwerten. Das heißt nicht studieren, man kann wirklich die Tätigkeitsbereich übernehmen, auch viele medizinische, was vielleicht für junge Leute, die freuen sich, wenn sie mal Blut abnehmen können, die freuen sich, wenn sie mal einen Zugang legen können, statt nur Essen und Betten zu machen. Ja? Ich glaube, dass man damit viele Junge für diesen Beruf gewinnen kann. Da muss man anfangen, statt irgendwie aus dem Ausland Menschen zu holen. Wir müssen modernisieren, wir müssen digitalisieren, damit wir nicht hinterher sind mit irgendwelchen Befunden. Das war doch auch in der Corona-Krise. Keiner wusste, wer ist positiv, wer ist negativ. Wir haben nicht mal ein einheitliches Programm für das ganze Krankenhauslandschaft in Deutschland. Warum nicht? Wir haben manchmal CDs, Filme, Röntgenbilder, die wir nicht überspielen können, weil jedes Haus ein unterschiedliches Programm hat. Ja? Wir müssen schauen, und das war auch das Problem, wir haben 5 verschiedene Gesundheitsbehörden, 5 verschiedene Richtlinien. Das muss doch in so einem Thema wie Bildung, wie Gesundheit, muss doch zentral sein, dass wenn ich in Bayern, in Raubling zur Gesundheitsbehörde gehe, dass dort die gleichen Regeln herrschen wie in Bremen. Natürlich sind die Inzidenzzahlen unterschiedlich. Darauf kann man regional die Regeln lockern, strenger machen. Aber ich finde, dass von der Behörde muss es schon einheitlich sein. Und das war auch das Problem, wo wir Anlaufschwierigkeiten hatten. Beispiel, der bayerische Ministerpräsident hat eine Regel gemacht und Hamburg hieß es anders. Keiner wusste genau, auf wen hört man überhaupt zu. Ja? Und der nationale Plan, der muss stehen. Der muss stehen, wenn in 2 Jahren aus China oder wo auch immer irgendwelche Virus kommen. Wir müssen wissen, das ganze 16 Bundesländer müssen wissen, wie sie sich zu verhalten haben. Und dafür müssen wir vorher Experten holen, nicht Politiker, die Bankkaufmann-Ausbildung gemacht haben und über uns entscheiden, sondern wir brauchen unmittelbar aktiv tätige Mitarbeiter, die gerne auch mal in der Politik eine beratende Funktion haben. Ich habe den Olaf auch mal getroffen, habe ihm gesagt, ich kann kostenlos nach Berlin kommen, mitberaten, wenn Hilfe benötigt ist. Ich brauche dafür kein Geld, ja, ich brauche das nicht, ja, ich habe meinen Job hier. Aber mir ist noch wichtig, dass diese aktive Teilnahme von aktiven Mitarbeitern, weil die haben nämlich die Informationen, die die Herrschaften da oben brauchen für die Entscheidung, die sie leider nicht bekommen.